Ach ja. Verdammt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange meine Kamera noch aufnimmt. Ich hoffe, die bricht mir jetzt nicht gleich einfach so ab. Oh oh, ein Totem. Ah. Au. Ey. Okay. Na dann. Dann gucken wir doch mal. Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. So, wie war das? Die beiden waren unterwegs Richtung, Richtung Dings, ne? Yay! Verpiti! Ja, Mittel Verpiti! Der Brandschatzer ist wieder unterwegs. Oh weia! Mal gucken, welches Dorf er dieses Mal ausrotten wird. Siehst du nächsten Tag in der Zeitung. Verpiti verwüstet halb Kanada. Hey, Em? Ja? Kritisieren, abtun. Ich finde, wir sollten das Wochenende neu anfangen. Gleich jetzt. Rein Tisch. So. Kein Streit, kein Mike, keine Jazz. Nur du und ich zusammen allein in der schönen Natur. Oh, du meinst au naturel. Genau das. Da habe ich nichts dagegen. Schön. Wo ist das nächste Gebüsch? Falls ich wieder frage, ist der Keller nicht total sexistisch? Nein, Tod und Sex liegt total eng beieinander. Oder zumindest gefühlsmäßig. Alter! Na schön. Müsst ihr unbedingt so eine Scheiße mit mir machen? Verdammte Fixe. Jetzt hatte ich mich so einigermaßen beruhigt, dachte jedes Mal. Hey, Dummkopf, komm hier lang. Willst du irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Okay. Na gut. Ich weiß, es ist der falsche Weg. Aber egal. Aber jedes Mal, wenn ich einen doofen Scherz mache. Ja? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Dann schmollen wir ein bisschen. Ja. Klar. Kein Problem. Du klingst aber nicht sehr überzeugend. Schon gut. Ehrlich. Oh, Schätzchen, du schmollst ja total. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Warte ab, bis wir in der Lodge sind. Dann zeige ich dir, wie viel du mir bedeutest. Hin und wieder braucht die Frau auch mal einen kleinen Dämpfer. Mal anders gesagt, wenn die Frau dauerhaft schnippisch ist, dann kann man ihr auch mal gerne zeigen, wo die Grenzen sind. Nicht wegen Umerziehung oder sowas, nein, es gehört einfach mit zum guten Ton. Cool. Oh, heute Abend ist es so schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Oh. Ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen?
nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Mach dich nackig. Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Nein, ich will schon drin. Ich will jetzt hier und jetzt auf der Stelle. Ich bin der Kerl, also darf ich auch bestimmen, wo mir jetzt gefälligst. Okay, ich komm mit. Ach ja, Frauen. Diese Frau wird mein Untergang sein. Was ist denn eigentlich so Wichtiges in der Tasche? Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Oh hey, die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Ich reiße sie sowieso runter. Das ist cool. Der Spruch hätte auch von mir sein können. Das ist mal richtig cool. Was ist das da oben? Moment. Moment. Ist echt ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Ah! Oh! Emily! Emily! Reingelegt, Romy. Scheiß, bist du albern. Ach, jetzt komm. Was war das? Weiß nicht. Stirbt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Okay, also dass es eine Verarsche war, es war klar. Aber man muss da natürlich auch als Kerl der Frau sofort zur Rettung kommen. Auch wenn es nur eine Verarsche ist. Damit die Frau denkt, ich habe alles richtig gemacht, um meinen Kerl mal richtig ordentlich über den Dorn zu ziehen. Ja. Wie ein alter weiser Mann, den ich sehr gut kenne, mal sagte, hin und wieder ist es einfach mal richtig, als Kerl die Schnauze zu halten und das einfach so zu tun, wie es die Frau gerne hätte. Bitte sehr, Madame. Danke. Wow, sehr beeindruckend. Oho. Meine dumme Frage. Ist das der gleiche Weg, wie die da hingekommen sind? Denke nicht. Moment. Sag bloß, wir sind jetzt einmal so einen riesengroßen Umweg gegangen. Einmal im Kreis. Anscheinend. Hey, was soll das? Der Schweinekopf, eklig. Der war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Wow. Willkommen zurück. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Wir wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh! Matt! Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das? Das Terror-Wapiti! Ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Das war das Terror-Wapiti! Unter Garantie! Doc, sag mal, warum sieht's da jetzt so komisch bei dir aus? Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit.
Spürst du auch diese Feucht? Mit Einsamkeit? Ist das wahr? Aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Was? Nicht? Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Nächstenliebe. Ja, Nächstenliebe. Definitiv Nächstenliebe. Solch ein großzügiger Charakter. Wie schön. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Jetzt schon? Wir sehen uns bald wieder. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow? Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Und an dieser Stelle muss ich wirklich jetzt einen Break machen. Ich würde so gerne, das Game reizt mich. Es reizt mich tierisch. Es ist noch nicht so dermaßen viel passiert. Es sind noch keine Leute gestorben. Aber man merkt, die Spannung, die ich untereinander schon aufgebaut habe, zwischen Jess, zwischen Emily, Mike und den komischen Quarterback, dessen Namen ich leider wieder vergessen habe. Man merkt man schon, da gibt es so ein paar kleine Reibereien. Also zwischen, bei Sam sieht's noch okay aus, dabei Ashley sieht's okay aus, dann hier bei Josh sieht's auch okay aus und bei Chris. Ich kann die Namen mittlerweile. Ich werd nicht mehr. Geil. Also alle 8 Leute haben wir jetzt momentan noch zusammen. Es sind noch alle am Leben, es ist noch keiner tot, es ist noch alles gut. Und diese 4 auf jeden Fall, die jetzt noch im Haus verblieben sind, die scheinen auf jeden Fall noch recht gut miteinander auszukommen. Die Frage ist jetzt nur, wie lange noch? Und wer wird von diesen 8 Personen als erste sterben?
Fragen über Fragen. Und diese werden sich dann später beantworten, definitiv nicht mehr heute. Nein, weil wir haben es jetzt schon mittlerweile ziemlich... Holy fuck. Okay, ja. Für mich ist der Abend vorbei. Wir haben es kurz nach 10. Ich würde so gerne weitermachen. Es juckt mich eigentlich in den Fingern. Scheiße, verdammt. Kann ich nicht ändern. Ich muss morgen leider wieder früh, sehr früh zur Arbeit. Dafür kann ich dann morgen Nachmittag nochmal sehr schnell aufnehmen. Und das natürlich bei besserer Beleuchtung. Wenn es klappt, werdet ihr die ersten paar Folgen schon sehr früh sehen. Vielleicht am... okay, wenn bis diese Folge kommt, wird schon Ewigkeiten her sein. Macht nichts. Genug gesabbelt. Horrido, macht's gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Until Dawn. Haut rein.